Spezialisten dort haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen COVID-19 und dem sogenannten Pink-Eye-Syndrom. Also die rosa Farbgebung in der Sklera, also das ist auch das, was wir hier untersuchen. Das Weiße um die Pupille herum, also nicht die Iris, wie es oftmals missverstanden wird, sondern nur die Sklera. Und uns ist es halt gelungen, aus über 2 Millionen unterschiedlichen rosa Farbtönen den von COVID-19 zu isolieren. Das haben wir in die App reingepackt. Name: Eihahn, COVID-19, negativ Bindehautentzündung.